CSRD und ESG, EU-Taxonomie, sind viele Buzzwords, die jetzt auf die Immobilienbranche zukommen, gerade ab dem nächsten Jahr. Aber wenn man sich mal die Quintessenz anschaut, was steckt eigentlich dahinter, dann ist es Risikomanagement. Risikobewertung ist eigentlich das, was gerade große Bestandshalter, institutionelle Investoren, aber auch alle anderen Marktteilnehmer beschäftigt und hier einfach der massive Druck und die Notwendigkeit an Daten immer größer wird. Letztendlich das Thema, wir haben viel hier gerade auf dem Praxistag auch im Hinblick auf die Klimarisiken gehört von den Versicherern. Werden Immobilien in Zukunft noch versicherbar sein oder werden sie es nicht? Es geht aber auch um die Finanzierbarkeit der Immobilien, weil die Banken dementsprechend gerade diese Finanzierung bewerten müssen und die Kreditausfallrisiken bewerten und schauen müssen, zu welchen Konditionen kann ich welche Immobilie noch wie finanzieren. Und hier geht es besonders dann auch im Rahmen der ESRS E1 um den Übergangsplan. Das heißt, welche Maßnahmen will ich tätigen, wie viel Geld plane ich dafür ein, um entsprechend diesen Übergang, diese Dekarbonisierungsaufgabe letztendlich zu bewältigen und eigentlich den langfristigen Werterhalt des Portfolios, der einzelnen Gebäude im Portfolio zu gewährleisten. Und das ist letztendlich der Ansatz, den wir mit Predium unterstützen, dass wir uns erstmal die Daten anschauen, Datenlücken sinnvoll befüllen, damit man gerade große Portfolien effizient analysieren kann, bei einzelnen Gebäuden präzise nachjustieren kann, um dann zu schauen, wo stehe ich eigentlich und im nächsten Schritt besonders planen kann, wo ist der Euro bestmöglich investiert, was kosten mich welche Maßnahmen, wie amortisieren sich die Maßnahmen, welche Fördermöglichkeiten gibt es und das dann noch zu überführen in CSRD-Reporting-Standards beispielsweise. Das ist letztendlich das, was wir mit Predium machen und dafür wünsche ich mir auch in Zukunft eine Zusammenarbeit von verschiedenen Marktteilnehmern, weil dieser Austausch, alle haben die gleichen Aufgaben, alle stehen vor der gleichen Herausforderung. Dieser Austausch ist das, was essentiell ist und immer wichtiger wird.